Die Klaas Quadrant hat mich überzeugt. Sie produziert jetzt schöne, homogene Ballen, die mehr Gewicht als früher haben. Abhängig vom Gelände ist es möglich, mit einer höheren Geschwindigkeit zu arbeiten. Durch die gesteigerte Leistung haben wir die Möglichkeit, in gleicher Zeit mehr Ballen und Fläche zu schaffen. Durch die variable Pickup-Geschwindigkeit kann die Luzerne schonend und ohne Verluste aufgenommen werden. Somit gelangen auch die wertvollen Blätter in die Ballen. So gut konnte das nicht mal meine Quadrant 3300. Außerdem ist das Drehmoment der Rotorkupplung erhöht worden, wodurch ein größerer Durchsatz erreicht wird. Der Turbofan reinigt die Knoteeinheiten von verschiedenen Seiten und hält sie komplett sauber. Durch die hydraulische, reversierbare Pickup ist das Arbeiten wesentlich komfortabler geworden. Was wir pressen, ist hauptsächlich Heustroh, noch ein bisschen Gras, Asyloballen, gute Ballenqualität, viel Gewicht, weil der größte Teil wird ins Berggebiet geliefert per LKW und da sind natürlich alle interessiert, dass sie so viel wie möglich Gewicht haben pro Ballen. Oder? Hat mir gut gefallen, vor allem die Knoterei, weil gerade beim Gras haben wir ab und zu mit der Binderei Probleme, weil das Pressgut halt extrem unterschiedlich ist. Aber der hat mir wirklich imponiert, wie der funktioniert und ja, da hat Klaas schon was gemacht. Ich habe mit der Quadrant in einem großen Schwad bei 10,7 km/h gearbeitet. Mit meiner Presse wäre dort maximal 7 km/h möglich gewesen. Aber die Quadrant hat problemlos alles geschluckt. Das Terminal ist ziemlich einfach zu bedienen. Die Menüs sind übersichtlich, genauso wie die Einstellung der Arbeitswerte. Die Navigation zwischen den Menüs ist durch Drücken der Pfeiltasten sehr einfach gehalten.
Wir pressen pro Jahr ungefähr 20.000 Ballen Silage und Stroh. Jetzt haben wir eine Demopresse zur Verfügung, welche heute Morgen in Gras gearbeitet hat und jetzt in Stroh geht. Die Presse funktioniert einwandfrei, schneidet sauber und die Ballen sind gut gebunden. Bis jetzt hatten wir noch kein loses Garn. Die Ballen sind sehr gut verdichtet und haben ein hohes Gewicht. Vielleicht entscheiden wir uns in der Zukunft für eine Glaspresse. Die bringt auf jeden Fall mehr, als wir bis jetzt gewohnt sind. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Lieferantengesellschaft Lisbergheim Warmwerk und wir stehen aktuell in der Ernte. Zurzeit wird für die Region Aarhus ein Biomassekraftwerk gebaut, welches zukünftig mit Stroh betrieben wird. Der gesamte Verbrauch wird jährlich bei 240.000 Tonnen Stroh liegen, wobei die vertragliche Abnahmemenge unserer Gesellschaft bei 60.000 Tonnen liegt. Für uns ist es sehr interessant, die Glasquadrant 5300 in unseren Bedingungen zu sehen, da gerade das Ballenmaß 120 x 90 in Zukunft immer wichtiger wird. Aufgrund der hohen Liefermenge an Stroh ist eine effiziente Logistik von entscheidender Bedeutung. Hier kommt die Presse ins Spiel. Die Kapazität der Maschine und die Form der Ballen sind sehr beeindruckend. Und es ist großartig, die Leistung auf unseren eigenen Flächen zu sehen. Und hier kommt die Presse ins Spiel.